sicherstellen. Die Mineralölraffinerie Oberrhein, kurz Miro, in Karlsruhe ist nach eigenen Angaben die größte Raffinerie in Deutschland. Sie bekommt mit einem Anteil von 14% aber nur verhältnismäßig wenig russisches Öl. Auch nach der Herbstklausur der Grünen Landtagsfraktion ist unklar, ob Baden-Württemberg im Bundesrat dem dritten Entlastungspaket der Bundesregierung zustimmen wird. Fraktionschef Schwarz sagte, es gebe noch offene Fragen. Aus der SWR-Redaktion Landespolitik, Simone Stephan. Vor allem die Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger angesichts der Energiepreise hat die Grünen-Fraktion bei ihrer Herbsttagung beschäftigt. Die Ankündigung der Ampelkoalition, den Ländern 1,5 Milliarden Euro für eine Nachfolgeregelung des 9-Euro-Tickets zu geben, begrüßte Fraktionschef Schwarz zwar. Die entscheidende Frage für ihn ist demnach aber, ob die Summe nur einmalig an die Länder ausgezahlt wird oder ob es eben auch in den kommenden Jahren Geld zur Finanzierung des Schienenverkehrs generell gibt. Die Polizei in Baden-Württemberg kontrolliert heute verstärkt den Straßenverkehr. Vor allem geht es darum, ob Verkehrsteilnehmer abgelenkt sind und zum Beispiel ein Handy beim Fahren benutzen. Laut Polizei steigt die Zahl der Handynutzer am Steuer an. In einer Schule in Pforzheim sind am Vormittag mehrere Menschen durch Reizgas verletzt worden. Nach ersten Informationen der Polizei wurde das Gas kurz nach 10 Uhr in der Nordstadtschule versprüht. Rund 20 Schüler und Lehrer sind demnach betroffen. Der Einsatz in der Grund- und Hauptschule läuft noch. Weitere Einzelheiten auch zum Grund für die Reizgasattacke sind noch nicht bekannt. Nachrichten jederzeit zum Nachhören in der SWR1-App. SWR1 Baden-Württemberg, Verkehrsservice. A5 Basel Richtung Frankfurt zwischen Rastatt Nord und 3 Karlsruhe, 7 Kilometer Stau, dauert 30 Minuten länger. A5 Frankfurt Richtung Karlsruhe zwischen Hemsbach und Kreuzweinheim, 2 Kilometer Stau. A65 Karlsruhe Richtung Landau zwischen Kandel Nord und Landau Zentrum, 3 Kilometer Stau. A7 Füssen Richtung Ulm zwischen Kreuz Memmingen und Dreieck Eppelstetten, immer wieder Stau und stockender Verkehr auf dem gesamten Abschnitt. A8 München Richtung Stuttgart zwischen Markleben und Hohenstadt, derzeit 3 Kilometer Stau. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Kreuz Stuttgart und Jörnberg Ost 6 Kilometer, Stop and Go, Verzögerung bis zu einer Viertelstunde. A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe zwischen Heimsheim und Pforzheim Ost eine Baustelle, hier stockt es auf 10 Kilometer Länge, dauert 20 Minuten länger. A8 Karlsruhe Richtung Stuttgart zwischen Pforzheim West und Pforzheim Ost Baustelle 4 Kilometer Stau. A8 Stuttgart Richtung München zwischen Kirchheim-Tecke West und Eichelberg 3 Kilometer Stau. An der B32 Ravensburg Richtung Wangen sind zwischen Rotheidlen und Amtzell nach einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen alle Zufahrtsstraßen weiter gesperrt. Und Schweiz, A2 Luzern Richtung Gotha zwischen Amstieg und Göschnen 6 Kilometer Stau und dauert eine Stunde länger und die Einfahrt Göschnen ist derzeit gesperrt. An der Weg eine gute und sichere Fahrt. Wirtschaftsinformationen von der Stuttgarter Börse. Ein Service von SWR1 und den Sparkassen Baden-Württemberg. Die Inflation in der Eurozone steht auf einem Rekordhoch. Im Jahresvergleich erhöhten sich die Verbraucherpreise um 9,1%. Vor allem bei Lebensmitteln hat sich der Preisanstieg beschleunigt. Die sogenannte Kerninflation, bei der Energie und Lebensmittel nicht mit berücksichtigt werden, liegt bei 4,3%. Noch mehr Zahlen. Der DAX fällt heute Mittag um 1,8%. Er steht bei 12.720 Punkten. Gewinner gibt es heute nicht. Die Verlierer, die Deutsche Bank mit einem Minus von 6,3% und Daimler Truck minus 6,2%. Und 1 Euro kostet etwas weniger als 1 Dollar. Wirtschaftsinformationen von der Stuttgarter Börse. Ein Service von SWR1 und den Sparkassen in Baden-Württemberg. SWR1, das Wetter für uns in Baden-Württemberg. Der Regen verlagert sich weiter in den Süden. Es regnet noch in Meiblingen bei 13 Grad, in Mannheim, Wolken und hier noch. Oder schon 16 Grad, wird vielleicht sogar ein bisschen wärmer. Und das Wochenende dann eher herbstlich grau.